Ich betrachte mich ja auch selbst im weitesten Sinne hauptsächlich als Porträtmaler und ich habe einfach ein riesiges Interesse am Menschen. Und ich mag aber auch sehr als Freund der Natur eben Gemälde von Tier- und Pflanzenwelt. Also das ist eine Wiedererkennung einmal durchs Thema selbst und hinzu kommt eben auch die Malweise. Seit etwa 20 Jahren lebt Albrecht Tübke in Norditalien, in dem kleinen Städtchen Castel Nuovo Magra in Ligurien. Erst hier in Italien entdeckt er seine Liebe zur professionellen Malerei. Das waren inzwischen viele Jahre vergangen, in denen ich mich mit Malerei nicht mehr beschäftigt hatte. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, als ich dann schon eine ganze Weile in Italien lebte, dass ich wieder Lust bekam, mich mit Malerei zu beschäftigen. Und ich erinnerte mich auch damals an mein erstes Bild sozusagen. Ich habe auch vorher nie mich mit Malerei beschäftigt oder geübt oder irgendwas. Und ich habe aber dadurch, dass ich mit den Eltern aufgewachsen bin, mehr noch mit meiner Mutter als mit meinem Vater, gesehen, wie die gearbeitet haben. Und ich wusste viele Sachen, die ich selbst nie probiert habe und habe dann einfach mal ein Bild gemalt und das war das, was dann dabei rauskam. Und ja, und dann habe ich angefangen, eine gute Freundin Silvia zu malen, die hier bei mir in Italien in der kleinen Stadt Sarzana lebt. Der junge Albrecht Tübke, hier ein frühes Selbstporträt, wollte noch nicht malen. Beide Eltern waren berühmt, besonders sein Vater, der DDR-Maler Werner Tübke. Ich habe in Leipzig Fotografie studiert, wahrscheinlich auch, um nicht Malerei zu studieren, weil ich damals natürlich irgendwas Kreatives machen wollte, wie meine Eltern, aber aufgrund dieser Dominanz der Arbeit der Eltern habe ich mir was anderes gewählt und das war damals die Fotografie. Was mir wunderbar gefallen hat, also ich war gerne Fotograf und es hat mir Spaß gemacht. Der Maler Albrecht Tübke profitiert sehr von dem Fotografen Albrecht Tübke. Zum Beispiel bei dem Spiel mit Licht und Schatten. Aus diesem Grund arbeitet er auch mit Kunstlicht. Ich ziehe Kunstlicht vor, weil es einfach ein gleichbleibendes Licht ist. Ich weiß, dass Maler im Allgemeinen schönes, softes Tageslicht bevorzugen. Ich mag das nicht, weil sich das Tageslicht, auch wenn es indirekt ist, im Laufe des Tages ständig verändert. Dann ist es mal heller, mal dunkler, dann scheint die Sonne, dann hat es eine andere Farbtemperatur am Abend. Und ich mag einfach, wenn alle Parameter, unter denen man arbeitet, so konstant wie möglich sind. Tübke ist ein sehr langsamer Maler. Schicht für Schicht in der Tradition der Renaissance-Maler trägt er die Farbschichten auf. Also es gibt hier an diesem Stück, was ich jetzt gemalt habe, zwei Stellen, die wild gemalt sind, also quasi skizzenhaft. Das ist einmal diese Stelle, wo man wirklich die Pinselstriche einfach so wild aufgetragen sieht. Und dann gibt es diese Stelle hier kurz über dem Ohr, die auch sehr wild ist. Und die gefallen mir beide gut, so wie sie sind. Und die will ich so lassen, weil das finde ich Virtuosität in der Malerei, dass man eben nicht wie ein Uhrmacher in Präzision jeden Millimeter malt, sondern dass man einfach auch so eine Wildheit sich behält und auch eine gewisse Geschwindigkeit. Und das bringt irgendwie eine besondere Schönheit hervor, die man nur mit Disziplin und Fleiß nicht hinbekommt. Gut. Pause, Abstand und italienischer Charme. Signorina,
Oh, wir kommen. Machst du auch ein zu Pausen beim Malen? Hin und wieder. Also ich muss immer mal eine Pause machen, weil wenn ich dann wieder ans Bild rantrete, sehe ich, oh Gott, da muss ich ja noch dieses und jenes machen. Manchmal kriegt man so eine Betriebsblindheit. Und da ist es immer mal gut, sich kurz zu entfernen, um dann zu sehen, was man zu tun hat. Intensiv, verletzlich und emotional. So wirken die Porträts von Albrecht Tübke. Was sucht und entdeckt er in seinen Modellen? Es gibt eine Schönheit in der Farbe für mich. Also es gibt Farbkombinationen auf der Bildfläche, die mich unglaublich interessiert. Also als rein technische Form von Ästhetik, eben in der Farbe. Und dann gibt es natürlich eine Schönheit, zum Beispiel in der Aura oder in einer Individualität einer Person, die ich unglaublich anziehend finde oder interessant finde. Und diese Form von innerer Schönheit in meinen Porträts ist das, was ich eigentlich wiedergeben möchte. Bin ich nicht wunderschön?